unser Gute-Nacht-Lied. Oh, wenn ich doch bloß den 327. Orgeltakt schon hinter mir hätte. 324. Der Takt 325, Takt 326. Oh nein. Es ist immer wieder dasselbe. Immer wieder scheitere ich am 327. Takt. Oh Mensch, Opa. Allmählich müsstest du das Stück doch können. Ich habe euch doch schon mal erzählt, dass sich die Noten im 327. Takt ständig ändern. Johann Sebastian Draculach muss irgendeine merkwürdige Tinte verwendet haben. Oder er hat versehentlich das falsche Papier benutzt. Ihr müsst euch bei ihm beschweren. Trotzdem. Andere Kinder haben Gute-Nacht-Lieder, die sind viel kürzer. Wenn sie überhaupt eins vorgespielt kriegen. Und außerdem, wer bekommt sein Gute-Nacht-Lied schon auf einer Orgel vorgespielt? Also, berühmt wirst du damit nie. Och, ich bin ganz froh darüber. Ja, das sagst du jetzt nur so, weil du es nicht besser kannst. Berühmt sein ist gar nicht so toll, Morbi. Du hast es ja auch nie weitergebracht als zu einem ersten Platz im Landesblutsaugewettbewerb. Bei den Jugendwettkämpfen. Das ist schon Jahrhunderte her. Ich wäre jedenfalls gern berühmt. Als Flieger vielleicht. Ich würde besser als alle anderen Vampire fliegen. Mit einem Vampirumhang aus scharlachrotem Samt. Morbi, der rote Baron. Das hätte doch was. Von wegen, Morbi. Du kannst ja noch nicht mal allein im Dunkeln fliegen. Tja, soll ich euch vielleicht eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Aber nicht schon wieder die vom Vampir, der bei den Stadtwerken gearbeitet hat und immer alle Ampeln auf Rot stellte. Was hättest du denn für eine anzubieten? Oh, lass mich mal überlegen. Oh ja, da gibt's diese wunderbare Geschichte vom Vampir, der als Direktor bei der Blutbank gearbeitet hat. Nach 4 Wochen hatte er die Bank in den Ruin getrieben. Die kennen wir schon. Oh, na ja, was gibt's denn dann noch? Ah ja. Die Geschichte, wie Pfiffi von einem gefährlichen Werwolf zu einem lieben, harmlosen Werwolf wurde. Er wurde bei Neumond von einem Vampir gebissen und... Opa, wir wissen selber, dass Pfiffi seitdem nur noch Kekse frisst. Oh, und am liebsten Tag und Nacht schläft. Na ja. Tja, du musst dir schon etwas anderes überlegen. Erzähl uns doch von Johann Sebastian Draculach. Au ja! Na gut, Johann Sebastian Draculach war der größte Komponist seiner Zeit. Er hat in Österreich gelebt, zur selben Zeit wie Mozart. Wer war Mozart? Ein toller Klavierspieler, schon als kleines Kind. Und Draculach? Wir verdanken ihm die schönsten Vampirlieder, die es gibt. Aber leider ist er vor 200 Jahren taub geworden. Inzwischen hat er das Komponieren aufgegeben. Na gut. Den Rest kannst du uns ja morgen erzählen. Pizzi. Ach, das ist brav. Gute Nacht, Kinder. Schlaft schön. Vielleicht kriegen wir ja morgen unser Gute-Nacht-Lied vorgespielt. Natürlich, natürlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Gott sei Dank schlafen Sie jetzt ein. Was ist denn los, Pfiffi? Lässt du wohl meine Hose los? Wie ein Werwolf. Reichlich schlecht erzogen. Nanu? Wieso kratzt du denn an der Tür von Pizzis und Morbis Zimmer? Und du meinst, wir können Johann Sebastian Dracula überreden, uns ein neues Gute-Nacht-Lied zu schreiben? Versuchen können wir es ja. Ich will wenigstens einmal ein Gute-Nacht-Lied haben. Wenn wir in die Standuhr klettern, sind wir doch ganz schnell in der Vergangenheit. Und das funktioniert? Bist du dir da sicher? Ich habe gestern Helsi unten in ihrem Gewölbe besucht. Und da lag ein ganz tolles Buch. Helsi hat Bücher? Als Wahrsagerin? Ich dachte, sie sitzt den ganzen Tag vor ihrer Kristallkugel und schaut sich die Filme vom übernächsten Jahr an. Und in der Vergangenheit die alten Filme mit Christopher Lee und so. Das Buch heißt Vergangenheit mit Zukunft. Aha. Es geht darum, wie die Zukunft aus der Vergangenheit entsteht. Und darin ist ein tolles Kapitel, wie man in die Vergangenheit reisen kann. Mit Standuhren. Mit Standuhren? Ja, es ist ganz einfach. Man muss in den Uhrenkasten klettern und an der Kette ziehen. Aha. Dann fliegt die Uhr durch die Zeit. Durch das Fenster muss man gucken, in welcher Zeit man gerade ist. Wenn du dann das Pendel anhältst,
landest du in der Vergangenheit. Und wie kommen wir zurück? In der Vergangenheit bleibt sie unsichtbar an irgendeiner Straßenecke stehen. Und wenn sie abgelaufen ist, wird man wie von einem Staubsauger angesaugt. Und dann kommt man zurück in die Gegenwart. Bis die Uhr abgelaufen ist? Das kann ja ewig dauern. Na ja, vielleicht klappt's auch vorher. Die Stelle in dem Buch habe ich nicht ganz verstanden. Aber das ist doch egal. Das Wichtigste wissen wir ja. Was ist, kommst du mit? Ist das nicht zu gefährlich? Ach, die Reise dauert ja nicht so lange. Johann Sebastian Draculach hat schließlich nicht in der Steinzeit gelebt. Na schön. Dann also los, auf in die Vergangenheit. Halt! Nicht in die Vergangenheit reisen, das ist gefährlich. Oh nein, Opa Dracula hat was gemerkt. Schnell! Tschüss, wir bleiben bestimmt nicht lange. Hoffentlich passiert Ihnen nichts. Ich muss wissen, was Sie da tun. Nanu? Ich höre Schritte. Guten Abend, Helsi. Opa Dracula. Ich dachte, ich schaue mal vorbei und sage Helsi guten Abend. Sind Pitsi und Morbi denn schon im Bett? Aber natürlich, sie sind gerade eingeschlafen. Wie schön. Wir könnten zusammen in der Kristallkugel zum blauen Blocksberg gucken. Die Folgen vom übernächsten Jahr. In 2 Minuten fängt es an. Kannst du dir nicht einfach einen Fernseher kaufen und bis nächstes Jahr warten? Ich habe keine Ahnung, wie ein Fernseher funktioniert. Da schaue ich lieber in meiner Kristallkugel in die Zukunft. Diese alten Filme mit Christopher Lee. Herrlich. Oh. Du hast nicht zufällig etwas Milch. Ich kann neuerdings so schlecht einschlafen. Seit wann magst du denn Milch? Du hast wohl in letzter Zeit so viele Bloody Marys getrunken, Och, Milch soll gut zum Einschlafen sein. Haben Pissi und Morbi in der Schule gelernt. So. In der Schule wird heutzutage bestimmt viel Unsinn geredet. Aber ich sehe mal in der Speisekammer nach. Ich fürchte, Helsi wird heute auf ihre Kristallkugel verzichten müssen. Meine Kristallkugel! Dieser Schuft! Er hat mich reingelegt. Kannst du sehen, wo wir gerade sind? Die Leute da unten schlagen sich schon seit einiger Zeit die Köpfe ein. Oh nein, das muss der 30-jährige Krieg sein. Ja und? Na, wir sind viel zu weit weg, zurück in die Vergangenheit gereist. Und nun? Wenn ich das nur wüsste. Hitzige Dörfer, fix! Wie stellt man nur diese Kristallkugel richtig ein? James! Herr Graf, haben gerufen? Och, James! Wie stellt man diese verflixte Kristallkugel richtig ein? Herr Graf, erlauben. Ah, ja, endlich ist das Bild klar. Hm. Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, mir scheint, die beiden jungen Herrschaften sind zu weit gereist. Oh nein! Hoffentlich kommen sie darauf, die Zeiger zurückzudrehen. Warum reisen sie auch mit der Standuhr in die Vergangenheit, wenn sie nicht mal richtig damit umgehen können? Ich will wieder nach Hause. Ah, nur heul nicht. Schließlich war das deine Idee. Ja, aber du wolltest auch. Wir können ja die Zeiger zurückdrehen. Vielleicht reisen wir dann wieder ein Stück Richtung Gegenwart. Und du glaubst, das funktioniert? Keine Ahnung. Du hast doch das Buch von Helsi geklaut. Mir ist alles egal. Aber tu irgendwas. Okay. Ich versuch's. Hurra! Es funktioniert! Puh! Gerade noch mal geschafft. Wo sind wir bloß?
Ob das wirklich die Zeit von Mozart und Onkel Draculach ist? Ich hoffe ja. Jedenfalls ist das hier irgendein Schloss. Woran siehst du das? Für mich sieht das aus wie ein ewig langer Flur mit Fackeln und Spiegeln. Na, an den Wappen auf der Wand. Guck mal, da hängt ein Plakat. Aha. Großes Superkonzert. Am Klavier das Wunderkind Mozart. Anschließend Andenkenverkauf und Autogrammstunde. Mit kostenlosem Lächeln von Mozart. Die 100. Besucherin erhält einen warmen Händedruck. Und wenn sie eine Prinzessin ist, auch noch ein Stück Schokolade. Hä? Morbi, verstehst du das? Ja, geht wohl um irgend so ein Konzert. Von diesem Mozart. Die scheinen den ja alle mächtig toll zu finden. Pff, Wunderkind. Schade. Von Onkel Draculach steht nichts da. Wir müssen ihn eben suchen. Erstmal müssen wir aus diesem Korridor raus. Der ist ja ewig lang. Zum Glück ist hier niemand. Ich finde es hier unheimlich. Diese ganzen Spiegel. Wenn uns jemand sieht, merkt er, dass wir kein Spiegelbild haben. Dann werden wir sofort als Vampire erkannt. Wir müssen so schnell wie möglich raus hier und Onkel Draculach finden. Psst! Morbi, hörst du das auch? Was ist das denn? Wer kreischt denn da so? Oh Gott! Nichts wie weg! Hilfe! Hilfe! Schnell! Wo ist hier der Ausgang? Keine Ahnung. Versuchen wir es da lang. Wieso verfolgen die dich denn? Sind das Monster? Das sind die Prinzessinnen aus dem Schloss. Die mögen mich. Es klingt eher so, als ob sie dich aufessen wollen. Liebe, geht anscheinend durch den Magen. Da, die Treppe. Wir rutschen einfach das Geländer runter. Beeilung, sie kommen näher. Los, Mozart zuerst. Da lang. Abgeschlossen. Oh nein. Das Fenster, wir fliegen. Keine Chance, ihr beiden. Das Fenster ist 4 Meter hoch. Da kommen wir nie raus. Kein Problem. Los, wir nehmen dich zwischen uns. Oh, diese unvorsichtigen Kinder. Ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen nicht mit Menschen spielen. Und was machen sie jetzt? Fliegen mit Mozart durch die Luft. Ich kann's nicht fassen. Sehr wohl, Herr Graf. Ach, James, denkst du dir denn gar nichts dabei? Mit Verlaub, Herr Graf. Wie ich sehe, begeben sich die Kinder auf den Friedhof hinter dem Schloss. Ja, und? Am Eingangstor steht ein Schild. Vor Taschendieben und Werwölfen wird gewarnt. Oh, nein! Ausgerechnet Taschendiebe? Morbi ist doch immer so unachtsam. Nie passt er auf seine Sachen auf. Sehr wohl. Oh, das war echt klasse. Vielen Dank, ihr beiden. Schon gut. Doch, doch. Also dieser Flug, oh, schwupp. Weg wie ein Vogel. Und die Prinzessin gucken in die Röhre. Warum wollten die eigentlich was von dir? Ach, das ist eine lange Geschichte. Naja, also mein Vater reicht mich überall rum. Als Wunderkind, weil ich so gut Klavier spielen kann. Und die Prinzessin finden halt toll, dass mich jeder kennt. Aber sag mal, was wolltet ihr eigentlich im Schloss? Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Eigentlich suchen wir unseren Onkel, Johann Sebastian Draculach. Es ist so, ich muss leider wieder ins Schloss zurück. Ich soll da ein Konzert geben. Komm doch einfach mit uns mit. Dann bekomme ich Ärger mit meinem Vater. Er will immer, dass ich überall Klavier spiele. Vor irgendwelchen Verwandten oder vor der Königin. Ganz egal. Bei jeder Gelegenheit zeigt er mich vor. Grässlich. Ich würde jetzt viel lieber mit euch mitkommen und euren Onkel Draculach suchen. Schade. Hört mal, ich weiß nicht, ob's klappt. Aber vielleicht können wir uns danach treffen.
Hier in der Schlossmauer ist eine kleine Tür. Die kennt kaum jemand. Und dahinter ist ein Gang, der führt direkt zum Konzertsaal. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Prima. Dann bis später. Und nochmal vielen Dank, dass ihr mich vor den Prinzessinnen gerettet habt. Gern geschehen. Wartet mal. Hier nehmt als Andenken ein Glückstaler. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Danke. Ciao. Schade, dass er weg musste. Sag mal, wo sind wir eigentlich? Ein Friedhof. Seit wann hast du denn Angst vor Friedhöfen? Das hier ist nicht unser Friedhof. Auf fremden Friedhöfen habe ich Angst. Guck mal, das Grab mit dem Blechschild da und dem Messingknauf. Bei uns liegt zum Beispiel kein Lehrer auf dem Friedhof. Uns kann doch nichts passieren, wir sind doch eh untot. Naja, und wenn ein Werwolf hinter einem Grabstein hervorspringt und uns beißen will? Moment mal, fürs Beißen sind immer noch wir zuständig. Und außerdem, guck mal nach oben, wir haben gerade mal Halbmond. Du sagst ihm einfach, er soll gefälligst bis zum Vollmond warten und dann verschwindet er wieder. Und du meinst, das hilft? Hörst du das? Klingt nach einem Werwolf, oder? Ein Werwolf! Los, sag du. Wieso denn ich? Sag du doch. Ich kann nicht. Entschuldigen Sie, Herr Werwolf, aber wir haben noch keinen Vollmond. Weiß ich selber. Ich arbeite ja auch nicht. Ich habe mir verlaufen. Irgendwo hier soll ein Grab von einem Dorfschullehrer sein. Das heißt aber, ich habe mich verlaufen. Was glaubst du, weshalb ich ausgerechnet das Grab von einem Dorfschullehrer suche? Da hinten, hinter den drei Ulmen, da liegt einer. Oh, prima. Ich danke dir. Man sagt, ich danke dir. Besserwisser. Wir suchen einen Herrn Draculach. Er macht ganz tolle Musik. Oh Gott, der raubt mich mit seiner Musik noch den letzten Nerv. Mir. Da hinten. In der verfallenen Kapelle. Dankeschön. Aha, Herr Alleswisser. Es ist noch kein Vollmond, ja? Der Werwolf verschwindet dann, ja? Wieso? Ist doch prima. Ohne den Werwolf wüssten wir jetzt nicht, wo Onkel Draculach wohnt. Meinst du, dass da vorne ist die richtige Kapelle? Ich glaube doch. Hör mal. Das soll Onkel Draculach sein? Klingt ja schaurig. Vielleicht übt er ein Grusellied. Nerv mich nicht schon wieder. Hallo. Oh, Besuch. Entschuldigt bitte. Ich dachte, es wäre wieder dieser Werwolf. Seid ihr aus der Verwandtschaft? Ich habe euch zwar noch nie gesehen, aber ihr seht mir sehr nach Vampiren aus. Kommt doch rein. Bist du Onkel Draculach? Der bin ich. Der berühmte Komponist? Komponist. Das war einmal, mein Junge. Wieso? Ich habe eine Spieldose gebastelt. Das Ding da ist eine Spieldose? Dieses Riesenmonstrum? Und eine richtig gute. Ich gebe zu, sie ist mir etwas groß geraten. Und wie funktioniert sie? Naja, die Spieldose kann jedes Lied spielen, das du haben willst. Wenn du zum Beispiel ein Gute-Nacht-Lied hören willst, dann packst du einfach die Noten vom Gute-Nacht-Lied in die Spieldose. Und sie spielt ein Gute-Nacht-Lied. Aber das ist ja genial. Genau danach wollten wir dich fragen. Kannst du uns nicht ein Gute-Nacht-Lied vorspielen? Ja, Opa Dracula spielt seins nämlich nie zu Ende. Er stolpert immer über den 327. Takt. Um genau zu sein, Opa stolpert immer deshalb, weil sich die Noten jedes Mal verändern. Und er meinte, dass du daran nicht ganz unschuldig bist. Es ist nun leider so, dass... Was? Die Spieldose funktioniert noch nicht richtig.
Etwas Entscheidendes fehlt. Und was? Naja, das Lied. Man muss doch erst ein Lied aufschreiben und das Blatt in die Spieldose tun. Schreib doch einfach eins auf. Es ist so. Ich habe alle meine Ideen für den Bau dieser Spieldose gebraucht. Jetzt ist mein Kopf vollkommen leer. Mir fällt einfach kein Lied mehr ein, das ich in die Spieldose reintun könnte. Und deshalb kann die Spieldose nur quietschen. Hört ihr? Aufhören! Aber das ist ja furchtbar. Finde ich auch. Kann man denn da gar nichts machen? Leider nein. Wir bräuchten schon einen super Musiker, der ein Lied schreibt und in die Spieldose reintut. Dann müsste sie funktionieren. Oh nein. Wir wollten doch so gerne endlich mal ein Gute-Nacht-Lied hören. Schade, dass Mozart nicht mitgekommen ist. Er hätte bestimmt im Handumdrehen ein Lied geschrieben. Morbi, das ist es. Wir gehen Mozart suchen. Im Schloss? Wo denn sonst? Los, komm. Aber da ist doch ein Konzert. Es werden ganz viele Menschen da sein. Das klappt schon, Onkel Dracula. Bis gleich. Ach, jetzt gehen die Kinder auch noch ins Schloss. Wenn Herr Graf mir die Bemerkung gestatten, sie werden zweifelsohne ein gutes Konzert erleben. Konzert, Konzert. Es sind zu viele Menschen im Schloss. Was ist, wenn man sie erkennt? Du, Pizzi, ich glaube, wir sind zu früh aus dem Geheimgang rausgegangen. Psst, Morbi, hörst du? Das könnte er sein. Ja? Hallo, Mozart. Ihr seid's. Kommt rein. Mozart! Was ist denn? Auweia, mein Vater. Versteckt euch hinter der Tür. Oh, schnell! Was ist? Warum übst du nicht? Ich sprach mir gerade einen schwierigen Takt vor, um ihn besser zu behalten. Ach so, ja. Das ist recht. Dank meiner Anleitung bist du überall als Wunderkind bekannt. Das soll auch so bleiben. Aber ständig verfolgen mich diese Prinzessinnen. Und ich war so lange nicht mehr mit anderen Kindern spielen. Keine Widerworte. Und jetzt komm, du hast gleich deinen Auftritt. Die Prinzessinnen werden anwesend sein. Oh nein! Ach, hoffentlich sind die Kinder so schlau und gehen wenigstens zurück zu Onkel Dracula. Sie haben doch sowieso keine Eintrittskarten. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sie haben einen Glückstaler. Auch das noch. Hier, die echten Mozartkugeln. Ich hab Hunger. Wir haben aber kein österreichisches Geld. Doch, den Glückstaler. Der soll doch Glück bringen. Das gilt wahrscheinlich nur für Menschen und nicht für Vampire. Na gut, wenn du meinst, dann kauf dir doch eine Mozartkugel. Du kannst mir einen Mozart-Böller mitbringen. Ja, mach ich. Oh, Ihre Majestät, Königin Maria Theresia und die Prinzessinnen Applausia, Gruppia und Fania. Bitte hier entlang. Die Loge ist gleich neben der Bühne. Es wird sicher ein wunderbares Konzert. Hier, die echten Mozartkugeln. Feinste Schokolade. Zeigen Sie Ihre Zuneigung und werfen Sie mit den echten Mozartkugeln aus feinster Schokolade. Hier, die echten Mozart-Fackeln. Sorgen Sie für ein stimmungsvolles Licht mit den echten Mozart-Fackeln. Hier die Mozart-Böller. Bekunden Sie Ihre Freude über das Konzert mit den echten Mozart-Böllern. Die will ich haben. Ich auch. Ich auch. Aber ja, aber ja. Verkäufer, gibt den drei jungen Damen, was sie möchten. Und sendet die Rechnung an meine Schatzkammer. Morbi, das sind doch die drei durchgeknallten Prinzessinnen von vorhin. Vorsicht, dass sie uns nicht sehen. Mozart scheint bei denen ja mächtig beliebt zu sein. Wie kommen wir bloß an dem Einlasser vorbei? Jetzt hätten wir den Glückstaler gut gebrauchen können. Wir können uns hinter den Vorhängen nach vorne zur Bühne schleichen. Komm schnell!
bevor die Zeit abgelaufen ist und wir wieder in die Gegenwart zurück müssen. Sehr geehrtes Publikum, ich freue mich, Ihnen heute am Klavier das größte Wunderkind aller Zeiten präsentieren zu können. Nebenbei ist er mein Sohn. Ja. Muss ich noch mehr sagen? Applaus für Wolfgang Amadeus Mozart! Vorne weg? Wir müssen eben bis zur Pause warten. Das dauert doch viel zu lang. Fällt dir was Besseres ein? Du hast doch den Böller. Ja und? Soll ich den etwa auf die Bühne werfen? Das ist unsere einzige Chance. Vielleicht brechen sie das Konzert ja ab. Und was glaubst du, was dann passiert? Meinst du, Mozart wird dann freudestrahlend von der Bühne laufen und sagen, hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid? Wir haben einfach keine Zeit. Ach, na gut. Los! Rupia, gib mir doch auch ein paar Mozartböller. Ich auch, ich auch. Das Volk verleiht seiner Freude Ausdruck. Wie schön. Komm, wir werfen die Mozartkugeln auf die Bühne. Und die Mozartböller ist verkehrt. Das gibt eine Superbeleuchtung. Manu, was müffelt denn hier so nach? Nach Pulver. Pizzi. Meinst du nicht, dass das gefährlich wird? Wieso denn? Weil die Prinzessinnen den ganzen Vorrat an Fackeln und Mozartböllern aufgekauft haben. Ah, der Saal brennt sich wie ein Kamm! Oh nein! Das Konzert ist ruiniert! Ich kann mich hier nicht mehr sehen lassen! Hilfe! Mario! Sieh lieber zu, dass wir Mozart zu fassen kriegen. Oh, Feuer! Ist das komisch! Vor Begeisterung brennt im Saal die Luft. Oh, juhu! Mozart, ja! Hier sind wir! Hallo, ihr beiden. Da seid ihr ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Prinzessinnen so für mich in Flammen sind. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Vielleicht sollten wir erstmal hier raus, bevor der Saal einstürzt. Erklären können wir das auch unterwegs. Ich glaube, du hast recht. Wir sollten uns eindeutig beeilen, bevor die Balken ganz runterstürzen. Wir fliegen! Ach, das darf ja wohl nicht wahr sein. Erst stecken Sie den Palast an und dann fliegen Sie mit Mozart durch die Gegend. Verzeihung, Herr Graf. Den Palast angesteckt haben immerhin die Damenprinzessin. Jetzt nimmt er Sie auch noch in Schutz. Ich kann nicht glauben, was die beiden dafür einen Unsinn anrichten. Aber Herr Graf wird doch nicht den Eltern schreiben. Ach, Blödsinn! Die Ärmsten sind im Krankenhaus. Ich werde sie doch nicht noch unnötig beunruhigen. Oh, Blutvergiftung? Das ist zu viel des Guten. Gott sei Dank vertragen wenigstens die beiden Kinder kein Blut. Das muss wohl ein Erbfehler sein. Sind die Eltern nicht auf Hochzeitsreise in der Ukraine gewesen? Tja, ach, man stelle sich das nur vor. Pizzi und Morbi würden hier in der Gegend jede Nacht Leute beißen. Ich hätte nichts als Ärger. Gut, dass man in meinem Alter nur noch Tomatensaft braucht. Wenn Herr Graf mir die Bemerkung gestatten, in der Vergangenheit ist soeben Herr Draculach verschwunden. Onkel Draculach? Onkel Draculach? Oh, nette Kapelle. Wo ist er bloß hin? Und was ist das da? Diese Riesendose? Eine Spieldose. Sie macht Musik, oder sollte es zumindest. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Oh, ist ja scharf. Und an dieser Kurbel muss man wohl drehen. Onkel Draculach! Onkel Draculach! Wie? Er ist da drin? So ein Mist! Da bist du ja. Was machst du denn in der Spieldose? Ich bin hineingefallen. Wollte nur mal nachsehen, ob man nicht noch irgendetwas verändern kann. Dass sie auch so Musik macht. Nicht mehr nötig. Das ist Mozart. Hallo. Der große Komponist. Hören Sie mir bloß auf mit Wunderkind. Den ganzen Tag höre ich das. Wissen Sie eigentlich, wie lästig das ist?
Mein Vater zeigt mich überall rum. Wildfremde Leute rennen hinter mir her und wollen, ich weiß nicht was von mir. So wie diese drei Prinzessinnen. Ständig bin ich am Weglaufen. Und mit den anderen Kindern spielen darf ich auch nicht. Ich will jedenfalls lieber normal. Schön, schön. Pizzi und Morbi haben mir schon erklärt, um was es geht. Wo sind denn Papier und Tinte? Hier, bitte. So, mal sehen. Ein Gute-Nacht-Lied wollt ihr, stimmt's? Ja. So, fertig. Schon? Das ging aber schnell. Naja, für irgendwas muss man ja schließlich ein Genie sein. Und wie heißt das Lied? Eine kleine Nachtmusik. Das passt doch als Titel für ein Gute-Nacht-Lied, oder? Wunderbar. So. Dann mal los! Und ganz für uns alleine. Mein lieber Mozart, diese Melodie wird eines Tages berühmt werden. Ach, das war doch nur eine kleine Melodie, mein lieber Dracula. Wie schön. Die Spieluhr funktioniert. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe in meinen Sarg legen. Onkel Dracula! Nanu, ihr seht ja aus, als wenn ein Staubsauger an euch zerrt. Und ihr werdet immer blasser. Das ist die Standuhr. Die Zeit ist abgelaufen. Die Standuhr saugt uns sozusagen wieder auf. Wir müssen zurück in die Gegenwart. Oh, schade. Besucht mich mal wieder. Wir versuchen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was wohl Opa Dracula sagen wird? Zumindest haben wir jetzt ein zweites Gute-Nacht-Lied. Ganz für uns allein. Und das ist ja auch was. Stimmt. Das hat nicht jeder. Ich glaube, wir sind da, oder? Au. Unsanfte Landung. Hoch, sieh da, Pizzi und Morbi. Wo kommt ihr denn her? Aus der Zeit von Mozart. Wir haben Onkel Draculach gesehen. Er hat eine Spieldose gebastelt. Und die Königin Maria Theresia haben wir auch gesehen. Und Mozart. Er hat ein Gute-Nacht-Lied gemacht. Nur für uns. Und stell dir mal vor, bei seinem Konzert haben die Prinzessinnen den ganzen Saal abgefackelt. Nun ja, Bist du uns sehr böse, Opa Dracula? Ihr seid sehr leichtsinnig gewesen, Kinder. Nun seid ihr zwar schon untot, aber so eine Reise in die Vergangenheit kann trotzdem gefährlich werden. Früher haben die Leute sehr viel mehr gegen Vampire gehabt als heutzutage. Stellt euch nur vor, man hätte euch erkannt. Aber es ist ja gut gegangen. Aber euer Verdienst ist es nicht. Na, wenigstens seid ihr heil zurückgekommen. Und jetzt ab ins Bett. Ja, Opa. Habe ich eben nicht noch James aus der Tür huschen sehen? Irgendwas hat im Kerzenlicht so geglitzert. James? Ach so, er hat die Wasserkaraffe in die Küche getragen. Ach so. Gute Nacht und träumt was Schönes. Oh, ganz bestimmt. Von Johann Sebastian Dracula. Gute Nacht. Gute Nacht. Sowas. Ich sollte diese Standuhr wirklich mal auf den Dachboden räumen. In Ihrem Alter hätte ich mich gar nicht getraut, in die Vergangenheit zu reisen. Die Jugend von heute, das ist unglaublich. Was denen alles einfällt? Ich glaube, ich muss auch ins Bett. Wahrscheinlich träume ich wieder vom 327. Orgeltakt.